Folgt mir. Ab durch diese Tür. Ich bin ja schon so ein bisschen aufgeregt, muss ich ja gestehen. Und das wird bestimmt spannend in dieser Höhle. Und wir, wenn wir es schaffen, dann gehören wir zu den Gefährten. Dann können wir uns einen Gefährten schimpfen, die am Anfang diesen Troll besiegt haben. Boah, wie cool. So, was haben wir denn hier? Hier scheint jemand gegraben zu haben. Und das erst vor kurzem. Seid vorsichtig. Grabräuber. Alles Grabräuber. Zwei Hände verbessert. Das trifft sich, ja. So. Knack offen. Wow. Dass der sowas einfach mit sich rumträgt. Das hätte ich ja geplündert, ne? Aber naja. Ne, den hatten wir auch noch nicht. Mann, was die alle bei sich haben, das ist ja der Hammer. Spitzhacken hier am Mass. Ja, also wir müssen uns nicht mehr mit den Untoten rumschlagen, das ist doch schon mal was Positives. Ich möchte euch nicht auf dem Rücken zurück nach Jorvas. Oh, der hat rot. Ach ja, das habe ich ja installiert, dass die Viecher jetzt rote Augen haben. Finde ich ganz geil. So. Lässt du ihn mal in Ruhe? Du Ruheloser, du. Seele gefangen. Dass das Vieh überhaupt eine Seele hat. Erstaunlich, dass das wirklich eine Seele hat, das Vieh. Zombie-Vieh. Was? Okay, das macht mir jetzt Angst. Ich weiß nicht von wo. Oh, erschreck mich doch nicht so, Farkas, hinter dir. Ja. Der schnetzelt hier einfach so nieder. Ohne Wenn und Aber. Oh, eine Tür. Was haben wir denn hier Schönes? Sieht alles ziemlich wertlos aus. Schade aber auch. Alles ziemlich wertlos. Wurde entdeckt? Von wem denn? Verzaubern. Darf ich mal kurz? Ach, ist bereits bekannt. Ah, wir könnten theoretisch was verzaubern. Das wäre ganz cool. Was für eine Seele haben wir? Einen kleinen Seelenstein. Frostschaden, Seelenfallen, leichte Rüstung verstärken, Schießkunst verstärken. Wir machen mal Feuerschaden. Klingt ganz nett. Nur die Sache, wie kommen wir zum Gegen? So. Und ausrüsten möchte ich. Obwohl, wir könnten auch unsere Lederrüstung verzaubern und da leichte Rüstung drauf machen. Das hält ja dann ewig. Jetzt haben wir eine verzauberte Rüstung. Haben wir die jetzt auch an? Okay.
Ja, jetzt haben wir das verbrannte Buch eingesammelt. Das ist dann. Ja, warum haben wir das verbrannte Buch jetzt? Vielleicht bei Sonstiges? Da. So, das brauchen wir nicht. Hier scheint aber auch irgendwie nichts zu sein. Ein Balsamierwerkzeug. Ne, wir wollen nichts balsamieren. Einbalsamieren. So, schnappen wir mal mit ihr. Ihr habt das dort liegen lassen. Ihr wollt es zurück, oder? Hier. Jetzt hat er uns das verbrannte Buch wiedergegeben. Vorsichtig! Was sollen wir denn hier machen? Dann gehen wir einfach mal weiter. Ich frage mich nur, wieso er sich da jetzt hingestellt hat. Naja. Ich schätze mal, wir sollen diesen Hebel aktivieren. Ja. So ein Dreck aber auch. Scheiße. Holt's uns hier raus? Jetzt schaut nur, was ihr euch da eingebrockt habt. Keine Angst. Rührt euch einfach nicht vom Fleck. Ich finde den Auslöser schon. Was war das? Es ist Zeit zu sterben, Hund. Ihr wusstet, dass ihr kommen würdet. Euer Fehler gefährdet. Welcher ist das? Das ist egal. Wer diese Rüstung trägt, stirbt. Euch zu töten wird eine ausgezeichnete Geschichte abgeben. Keiner von euch wird lange genug leben, um jemanden davon zu erzählen. Das ist eine ganze Menge, gegen die er kämpfen darf. Oh, was zum. Oh oh. Der ist jetzt aber groß geworden. Ja, ich würde mal sagen, die sind alle tot. Ich hoffe, ich jage euch keine Angst ein. Nö. Aber was zum Teufel? Ein Segen, der einigen von uns erteilt wurde. Wir können wie wilde Bestien sein. Furchteinflößend. Werdet ihr mich zum Werwolf machen? Nein. Oh Mann. Der Zirkel hat das Bestienblut. Stellt eure Ehre unter Beweis, um ein Gefährte zu werden. Augen auf die Beute, nicht auf den Horizont. Wir sollten weitergehen. Die Drauge machen uns noch Probleme. Okay. Dann sammle ich erstmal das Gold von denen, die du hier gerade hingerichtet hast. Obwohl, das war ja nicht hinrichten, das war ein Blutbad des Feinsten. Besonders wirkungsvoll gegen Untote. Ist das eine Verzauberung? Das wäre echt cool. Oh, der hat ein Pelzschild. Ich nehme dieses Pelzschild mit. Ja, weil wir sind ja auf leichte Rüstung getrimmt. Und von daher ist das ja eigentlich ideal. Nicht nur ideal, sondern perfekt. So, wo ist das Pelzschild? Da, 3. So, und ich guck noch mal kurz nach, bevor wir weitergehen, ob man das mit den Untoten entzaubern kann. Ne, kann man leider nicht. Okay, das liegt nur in dieser Waffe. Ist aber eigentlich ganz cool. Ne, das ist er nicht. Silberner Zweihänder. 19. Okay, da kommt unser Hammer. Da kommt nichts wirklich an unseren Hammer ran. So. Oh. Wen erledigen wir zuerst? Die Frau. Ja, ich will nicht so gerne Frauen erschlagen. Silberne Hand. Ich schätze mal, die silberne Hand hat was gegen.
unseresgleichen. Daran muss ich mich noch gewöhnen mit den Waffen. Ja? So schnell, wie er sie tötet, hier unser Werwolf-Kollege, haben wir gar nicht die richtige Waffe gezogen. Das ist der Hammer. Irgendwo haben wir hier Geld fallen lassen. Münzen. Schwupp. Einmal im Kreis drehen. Schwupp. Ja, die haben wir ja von der Entfernung getötet. Okay, hier ist nichts. Da. Der sieht lebendig aus. Das ist so. Wer hat was gehört? Ich war's nicht. Der kam da jetzt überraschend raus. Oh, oh. In Deckung. Und heilen. Ich möchte nicht gleich meine Heiltränke verbrauchen. Gehe ich lieber auf Nummer sicher. Ups, das wollte ich auch nicht. So. Die Seele gehört uns auch. Noch so ein Silberschwert. So. Ich war der Meinung, ich hätte hier irgendwas Verzaubertes gesehen. Habe ich mich wohl geirrt. Ja, die... Also man muss schon sagen, die silberne Hand scheint ordentlich was drauf zu haben, weil sie die ganzen Trauger hier platt gemacht hat. Einfach mal so. Alles aufknacken. Ist schon ziemlich ätzend hier. Und so schlüssiger. Oh, für 12 Gold. Für 12 Gold machen wir sowas auf. Das ist echt schon entwürdigend. Was alles so in Uhren versteckt wird. Tränke. Gold. Der scheint es nicht überlebt zu haben. Den Kampf gegen die Trauger. Kann man aber auch nicht wirklich immer. Da ist noch eine Truhe. Wie gesagt, wir nehmen hier alles mit, so gut es geht. Natürlich kann ich auch mal was übersehen. Das ist ganz selbstverständlich. Wer übersieht mal nicht was? Also das ist jetzt ein bisschen peinlich. An dem Meisterschloss knacken wir uns hier echt die Dietriche ab. Aber da so ungefähr muss es sein. Ich vermute mal. Okay. Habe ich falsch vermutet. Aber es war knapp dran. Menometer hier. Das gibt's doch nicht. Haha, wir haben es geschafft. Kaiserlicher Helm. Schwere Rüstung. Ich nehme den einfach mit, weil es einfach nur übelst schwierig war, das Rad hier aufzuklacken. Orkischer Zweihänder. Nehmen wir alles mit, weil es halt so schwer war. Find, dann müssen wir das auch mitnehmen. Mann, das sieht hier echt gigantisch aus. Das ist echt der Hammer, wie die das hier alles gemacht haben mit den Höhlen und so. Das ist echt cool geworden. Huch, da
Das Schwert wollte ich auch nicht aufsammeln, aber nun ja. Okay, das ist nur ein Balsamierwerkzeug. Das sah irgendwie aus wie ein Bogen, fand ich. So, das war das Vieh. Aber ich glaube, da lebt irgendwo noch eins. Da. So. Das war ein sogenannter Schleichangriff. Was gehen wir denn mal hoch? Schießkunst können wir weiter skillen. Ich bin dafür, wir skillen erstmal das Adlerauge. Das klingt ganz cool. Den Todesschuss klingt auch nicht schlecht. Nee, Kriegsechse kämpfen wir ja nicht so wirklich mit. Streitkolben auch nicht. Schwert, da kämpfen wir schon eher mit. Ja, Doppelwirbel ist jetzt auch nicht so ganz unser. Okay, finde ich jetzt alles nicht so hammer bei einhändig. Erstmal nicht. Blocken. Skillen wir erstmal ein bisschen auf Blocken. Ah, ein Fertigkeitspunkt haben wir noch. Den skillen wir dann auch mal. Und das machen wir auf Verzauberung. Könnten wir das mal machen? Verzauberungen sind jetzt um 20% wirkungsvoller. Ja, Verzauberung, muss ich gestehen, finde ich irgendwie cool. Das möchte ich auch gerne machen. So, wir sammeln hier fleißig Seelen. Das klappt ja ganz gut. Oh, da ist einer aufgestanden. Auf gegen Gimmen jetzt. Oha, da wurden wir hingerichtet. Der hat echt gut Schaden gemacht. Au. Au, au, au. Da müssen wir nochmal von vorne anfangen. Machen wir aber so weiter wie zuvor. Nur versuchen wir diesmal irgendwie leise auszuschalten. Ist da jemand? Ja. Genau hier. Okay, der hält echt gut was aus von der silbernen Hand. Oh, Entschuldigung. Damit dürfen wir nicht spaßen. Wenn der uns trifft, dann ist schon fast Ende im Gelände. Deshalb, wo ist... Da ist unser Schild. So, kriegt ihr gleich mit dem Schild eins aufs Maul. Hm. So. Der war echt nicht leicht. So, und jetzt sprinten wir nochmal hier hinten hin. Hier haben wir auch noch einen umgelegt. Ganz elegant. Aber dass der uns echt so schnell gefinisht hat, das war echt... Aua. Damit habe ich voll nicht gerechnet, muss ich gestehen. Aber man kann ja auch nicht mit allem rechnen. So. Ja. Kannst nicht mehr tot spielen, du bist jetzt tot.